Hallo, ich bin wieder da und ich möchte heute über Gewalt in der Schule reden. Dieses Thema war nicht geplant, aber ich habe einen 11-jährigen Bruder, wo es einen sehr schrecklichen Vorfall in der Schule gegeben hat. Das war am Donnerstag in der Hofpause. Da hat ein Junge seinen Arm runtergedrückt, sodass er eine Oberarmfraktur hat und er liegt jetzt im Krankenhaus. Und wir wissen nicht, ob er operiert werden muss oder nicht. Natürlich hat er auch unvorstellbare Schmerzen, wenn nämlich der Arm sozusagen komplett gebrochen ist. Und da frage ich mich ja nämlich auch, warum die Schüler nicht einfach freundlich zueinander sein können oder miteinander Spaß haben können und warum das immer an Gewalt ausüben muss. Das frage ich mich ja auch immer. Aber man geht ja in die Schule, um zu lernen und nicht, um anderen Schülern den Arm zu brechen. Das ist ja nicht der Sinn und Zweck. Oder wie würdet ihr euch fühlen, wenn das mit euch geschehen würde? Also schreibt das am besten in den Kommentare oder lasst ein Like da. Und danke fürs Zuschauen und für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass es natürlich so schnell wie möglich wieder besser wird. Und bis dann.